Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind gerade in Todd Town angekommen im letzten Part. Haben jetzt hier schon einen neuen Pfad zur Blumenwiese oder so. Zum Blumenfeldern, irgendwie so heißt das. Sollte das neue Kapitel wahrscheinlich sein. Da können wir jetzt durchgehen. Aber meine Aufmerksamkeit richtet sich aktuell hierhin, denn da geht es ja zum Wanderpfad und dort wird gerade wohl der Wanderpfad versperrt von einem fetten Cooper, der Wegzoll verlangt und ich möchte dem gerne mal auf den Grund gehen. Am besten möchte ich den richtig schön... Alter, wer bist du denn? Das ist ja einfach ein Grandpa. Los, komm her. Hey du, mit der Mütze, warte. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Cooper. Bitte merke dir, okay? Wenn du diese Straße benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht, du passierst nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Kämpfen. Ich will unbedingt gegen den kämpfen. Du willst kämpfen? Du musst verrückt sein. Sieh mich doch an. Ich seif dich ein. Denn, um ehrlich zu sein, ich bin sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Kämpfen. Nun dann, habe ich keine Wahl, aber ich habe dich gewarnt. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, als erstes gucken wir uns den mal an. Mitglied wechseln, Goombario. Haben wir jetzt eigentlich den Verteidigungsorden drin? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ach so, Quatsch. So. Und einmal Scanner, bitte. Das ist Kenzie Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. 70, Angriffskraft 10. Oh, Alter, Verteidigung 6. Manchmal verführt er eine Stampfattacke mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deinen Freund, wie mich. Also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Koopas steigen deine Chancen, wenn du ihn umkippst. Dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf den Beinen ist, wird er angreifen. Und ganz nebenbei ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten. Jemand hat mir gesagt, dass er früher in Cooperheim gelebt hat. Okay, haben wir... Wir haben uns ein bisschen falsch ausgerüstet, glaube ich, oder? Also ich könnte ein Superbeben machen. Himmelskurz. Regeneriert 20 KP. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen auf den. Wir haben 2 Lebenspilze, das ist aber nicht schlecht. Wir könnten auf den draufjumpen. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Wir haben halt keine... Wir brechen den ja nicht, oder? Wenn ich auf den drauf springe. Also Superbeben hat jetzt halt immer geklappt. Da haben wir die anderen auch umgeworfen. Ich bin mir halt unsicher, ob das funktioniert. Ach komm, wir probieren einfach mal den... Ich probiere es mal. Das hat bis jetzt immer die anderen auch umgeworfen. Okay. 9 Schaden, ey. Das tut weh. Okay. Was können wir noch machen? Mitglied wechseln. Wir haben jetzt Boo upgegradet im letzten Part. Ich will mal kurz gucken, was ihre neue Fähigkeit ist. Das war doch Fächerlady. Greift ein Gegner mit dem Fächer an. Drücke so schnell wie möglich nach links. Ich glaube, das ist nicht so gut, ne? Weil der hat einfach zu hohe Verteidigung. Ich glaube, das ist nicht gut. Mitglied wechseln. Ihr habt gesagt, what? Umgeht die Verteidigung des Gegners? Verstärkt mal unsere Angriffe für kurze Zeit. Wir könnten unsere Verteidigung noch erhöhen. Umgeht die Verteidigung und greift mit Elektrizität an. Ich glaube, das machen wir einfach. Ja. Aber ich mache nur einen Schaden. Warum mache ich nur einen Schaden? Das verstehe ich nicht. Der hat halt echt zu hohe Verteidigung. Okay, was passiert, wenn ich draufspringe? Okay, Doppeltreffer schmeißt ihn um. Und danach greift er instant an. Die Sache ist, wenn ich das jetzt nochmal mache, bin ich tot danach. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall... Ich heile mich jetzt erstmal. K.
Kann auch sein, dass ich jetzt komplett drauf gehe. No, wir wurden abgeknutscht. Aber das Risiko gehe ich einfach mal ein. Und ich würde... Ne, das blitzt glaube ich nicht. Ja, ich wechsle mal zu Sushi. Ich würde erstmal die Verteidigung erhöhen. Tsunami. Ein Wasserblock erhöht Marios Verteidigung. So, da muss ich aber... Drücke A. Okay. Okay. Erhöhen wir einfach mal unsere Verteidigung ein bisschen. Jetzt greift er mich wieder an, ne? Okay. Sehr schön. Weniger Schaden bekommen. Ordentlich weniger Schaden bekommen. Muss man dazu sagen. Und wir haben den Verteidigungsorden drin. Das müssen wir auch noch dazu mitteilen. So, pass auf. Und jetzt... Genau, mache ich nochmal einen Doppeljump auf den. Und dann fällt er hin. Richtig? Genau. So, und jetzt wechseln wir. Und dann schauen wir uns mal von Bu die neue Fähigkeit an. Weil die müsste ja jetzt durchschlagend sein. Greift deinen Gegner mit dem Fächer an. Die ist nicht durchschlagen. Warum? Ich denke, wir haben... Okay, Verteidigung wird also nicht umgangen danach. Frage, kann ich fliehen? Ich kann nicht fliehen. Okay, wir werden jetzt so auf den Sack bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Ich denke, die gegnerische Angriffskraft... Weiß nicht, ob das bei dem wirkt. Ich hätte, glaube ich, hier jetzt eher den den Durchschlagshieb vom Hammer drauf machen müssen. Der wäre, glaube ich, ganz geil gewesen. Ja, alles andere... Es wird jetzt halt nichts wahrscheinlich mehr. Bin ich mir fast sicher. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich verstehe halt nicht, warum Watt umgeht die Verteidigung, greift mit Elektrizität an. Er macht aber nur einen Schaden. Warum? Verstehe ich nicht. Ist das zufällig? Oder ist er einfach nicht effektiv gegen Elektrizität? Das kann halt auch sein. Okay. Wir machen das mal. Aber ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr... So, Angriffskraft auch noch erhöht. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich habe auch wenig BP und so. Ich habe mich schlecht vorbereitet. Aber ich wusste halt auch nicht, was mich erwartet, muss ich mal dazu sagen, ne? So, jetzt ist er geblockt. Das ist schlecht. Mache ich denn mit dem normalen Hammerhieb auch Schaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, zwei. Interessant. Aber ich werde mich umbringen lassen, weil... Es gibt, glaube ich, eine bessere Möglichkeit, wie ich den... Ja, ich werde mich umbringen lassen, Leute. Es gibt eine bessere Möglichkeit, wie ich den kille. Ich habe ja gespeichert, also kein Problem. Wir machen das nochmal. Ach so, ich habe jetzt diese blöden... Ach Mann, ich will die Herzen nicht. Ach, kotze mich das an. Das brauche ich nicht. Warum kann ich denn nicht aufgeben? Ich möchte sterben. Okay, Leute, ich skipp mal kurz. Wir machen den Kampf nochmal. Ich bereite mich mal besser vor. So, da sind wir also wieder im Kampf gegen Kenzie Cooper, hieß er, glaube ich. Und ich habe mich mal ein bisschen umgerüstet. Also erstmal scannen wir den nochmal, ne? Einfach für Progress, dass wir wissen, wie viel Leben hat der, bla 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 und so weiter und so fort. So. Und dann habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht. Also ich habe jetzt erstmal nur den Anti-V-Hieb drinne. Hab die anderen alle rausgemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt halt schön Schaden reinballer. Wir hätten auch einen Sprungangriff gehabt, der durch die Verteidigung schlägt. Ich weiß aber nicht, ob das brauchbar gewesen ist, wäre. Ich habe jetzt einen anderen Plan, den ich fokussiere. Ich hoffe, der funktioniert.
Und ich habe einen Orden rein, dass ich leichter ausweichen kann. Ich hoffe, das funktioniert alles. So. Versuchen wir erstmal das. Das macht nämlich nur 2 BP. Und wir ballern 7 Schaden rein. Das ist doch nice. Und ich habe den weggeblockt. Ja, geil. Oh, schön. Cool. So, und jetzt würde ich erstmal Fähigkeiten... Jetzt wechseln wir zu... Zu Watt. So. Und mit Watt machen wir jetzt erstmal... Turbolader. Das heißt, wir machen uns stärker. Bam. 4 Runden, ne? Und jetzt hauen wir wieder mit dem Anti-V-Hit drauf. Das heißt, ein Angriff mehr. Bam. 8 Schaden. So. Schon wieder. Und ich habe wieder geblockt. Alter, ja. Wie gut. Kann man das stacken? Könnte ich das stacken jetzt? Wahrscheinlich nicht. Ich erneuere das bestimmt dann nur, oder? Okay. Und dann gehen wir jetzt auf Sushi. Sushi. Und machen da den Wasserblock. Und erhöhen auch unsere Verteidigung. Bam. Auch um 4 Runden. Geil. So, jetzt sind wir schön gebufft. Und jetzt hauen wir einfach immer schön mit dem Anti-V-Hieb rein. Machen 8 Schaden. Der macht den halt schon wieder, ne? Ich block den einfach weg. Warum macht der das jedes Mal gerade? Verstehe ich nicht. So, ich weiß jetzt halt nicht. Kann ich... Lohnt sich irgendwas mit den anderen zu machen? Bombette Cooper... Ich glaube eigentlich nicht, ne? Könnte höchstens mit Boom mich ab und zu mal verteidigen, aber... Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben keinen Angriff. Doch, warte. Mitglied wechseln. Watt kann ja die Verteidigung durchschlagen. Dementsprechend können wir ihn eigentlich einsetzen. Elektrohieb. Ist halt nur nicht so... Aber jetzt macht das 5 Schaden. Habe ich vorhin verkackt? Ich habe vorhin bestimmt verkackt. Okay, Anti-V-Hieb. Bam, Alter. Jetzt zwiebeln wir den so weg, ey. So. Ich habe trotzdem geblockt. Wir haben nur 6 Schaden bekommen. Anti-V-Hieb. Bam, Alter. Jawohl, so läuft er. So läuft der Lachs. Vorhin habe ich verkackt, bestimmt. Schaden machen wir jetzt jedes Mal, ja. Guck mal. Guck mal, wie das läuft. So, Angriff ist down. Ist aber nicht schlimm. Theoretisch reicht das. So, Anti-V-Hieb. Zack, zack. Bäm. So, jetzt er nochmal 5 Schaden. Elektro-Hieb. Und dann nächste Runde hammern. Läuft. Ist halt, wenn ich's verkacke, bin ich tot. Dementsprechend mache ich... Ja, ich mach lieber den. Ist mir lieber. Wenn ich's verkacke, bin ich tot, dann ist halt alles umsonst. Beziehungsweise, ich habe ja noch so ein Item, aber ich gehe mir lieber auf Nummer sicher. Ich will meine Items nicht verbrauchen. So, da sind wir nämlich wieder voll. Dann machen wir hier noch einen Elektrohieb. Bam. Und da kann er nochmal drauf hüpfen. Ah, er macht seinen Panzer, okay. Diesmal hat's getroffen. Er macht halt keinen Schaden, ey. So, mein Freund, du bist erledigt. So, ist doch eine smarte Lösung gewesen, oder? Ich glaube, so kann sich das sehen lassen. Da haben wir nämlich bezwungen, kriegen... Oh, 20 Erfahrungspunkte. Oh, 11 fehlen noch für ein Level Up. Schade. So, was sagst du? Oh, du musst wirklich stark sein. Ich meine, du hast einen Kerl von meiner Größe besiegt. Ich glaube, da muss ich wohl aufgeben. Bis später. Tschüss. So, jetzt können wir Colorado sagen, wir haben ihn bezwungen, oder? Kriegen wir da was Schönes für? Ich bin sehr zufrieden mit uns, Leute. Ah, Colorado ist weg. Manu. Schade. Ich dachte, wir bekommen noch was Schönes. Ach ja.
Wir können uns jetzt einen Sternsplitter holen, ne? Ah, hier gibt's auch irgendwo einen. Ach so, mit dem neuen... Ah, geil. Auf Anhieb gefunden. Nice. Ja, wir können ja jetzt auch mit dem Hammer die Sternsplitter suchen. Habe ich schon wieder vergessen. Warte mal. Wir haben doch hier noch das gehabt. Da können wir jetzt auch endlich mit Sushi mal ein bisschen rumschwimmen. Und da kommen wir auch zu einer geheimnisvollen Röhre. Aber erstmal kurz den Sternsplitter holen. Hallo? Schön. Da haben wir 26 Sternsplitter. Können wir uns jetzt auch was Schönes für kaufen. Wollen wir das machen? Oder... Komm, wir gucken erstmal schnell in die Röhre rein. Wohl. Ah, die Sache ist halt, was erwartet mich da? Ah, schauen wir mal kurz rein. Okay, wir sind wieder im Underground. Sind hier Gegner? Oder... Ich laufe mal ganz vorsichtig. Ja, wir kriegen einfach nur einen neuen Buff. Geil! Noch einer, der stärker wird. Okay, wir haben nur noch drei, ne? Dann haben wir bestimmt noch das Maximum erreicht. Okay, Gumbario. Der macht dann die Multi-Kopfnuss. Naja, dann kann der wahrscheinlich auf mehrere Gegner draufhüpfen. Weiß nicht, tönt mich irgendwie nicht so an. Paracarry? Valkyrie. Thor und Odin würden dies gefallen. Oder Koopa, Feuerpanzer. Den Gegner brennt bald der Kittel. Ja. Ich mach ihn hier. Wir werden eh alle aufwerten. Also ist es eigentlich egal. So, jetzt hat er ja Valkyrie gelernt. Ich bin gespannt. Können wir ja mal ausprobieren. Aber geil. Geil. Da haben wir doch in diesem Part wieder einen schönen Progress gemacht. Naja, was heißt guten Progress? Wir haben halt einen großen Koopa vermöbelt. Auf zweiten Versuch. Ich hätte ihn vielleicht auch im ersten Versuch gemacht, aber so, wenn du weißt, was der kann und was der macht, da kannst du dich viel besser drauf vorbereiten, dann ist der auch so easy. So. Wollen wir... Wir kriegen ja bestimmt auch noch ein paar Mitstreiter. Was ist denn eigentlich mit Luigi? Den kann man doch bestimmt auch noch mitnehmen, oder? Ich würde den gerne noch mal kurz besuchen gehen, Leute. Und eigentlich müsste ich auch mal die anderen Ortschaften alle aufsuchen, ne? Und dann noch mal durch jeden Bildschirm latschen. Oh Junge, es war ganz schön cool, so hoch oben herumzuhängen. Schöner Ausblick und so. Wie, ach nichts. Sag, woher hast du den coolen Hammer? Ich wette, du kannst jetzt sogar Gegner mit harten Schalen bekämpfen. Mann, wann kommt denn der mit? Der ist bestimmt erst ganz am Ende Mitläufer, oder? Hier noch irgendwas? Gumbaria. An Mario. Geht es dir gut, Gumbario? Gut, mir geht's auch gut. Oh, ich bin's übrigens, Gumbaria. Ist euer Abenteuer aufregend? Ist Gumbario schon ein Held? Oder faulenzt er nur? Weißt du, manchmal gehe ich mit Mama nach Tod Town zum Einkaufen. Vielleicht treffen wir uns da ja mal. Ich will unbedingt ein paar von deinen aufregenden Geschichten hören. Ich kann es nicht erwarten, ehrlich. Du wirst Bowser besiegen, ich weiß es. Gumbaria. Omelette. Hallo Mario. Hallo Mario. Isst du auch regelmäßig? Du weißt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Kochbuch, das du mir gegeben hast, ist wirklich praktisch. Ich kenne schon viele Rezepte, aber mit diesem Buch kann ich hunderte von neuen Gerichten zubereiten. Ich muss dir von meiner neuesten Kreation erzählen. Sie ist einzigartig. Man braucht dazu eine Feuerblume und ein Ei. Als ich sie das erste Mal zubereitet habe, war ich hin und weg. Vielleicht kann sie dir von Nutzen sein. Komm zu Besuch und bring die Zutaten mit. Omelette. Colorado. Wie geht es dir, altes Haus? Großartig, vermute ich. Ich wollte mich nur bei dir für die Sachen mit dem Vulkan bedanken. Ich gehe natürlich davon aus, dass dir mein eigener heroischer Part im letzten Kapitel durchaus bewusst ist. Ich mache mir Sorgen um meine liebe Frau. Sie denkt sicher ständig daran, wie mutig ich mich da dem Gefecht stelle. Vielleicht sollte ich für einige Zeit nach Hause kommen. Schau doch mal vorbei auf eine Tasse Tee. Colorado. Bluff. Wer ist ein Bluff? Ah. Hey, Großer, wie geht's dir? Hier ist Bluff vom Ordenladen.
Danke, dass du bei mir eingekauft hast. Du bist ein cooler Kunde. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, gewähre ich dir auf alle meine Waren einen Rabatt von 0%. Krasser Typ. Bluff. Okay, ja komm, das lohnt sich schon immer mal reinzugucken und das zu lesen. Aber Leute, der Part ist für heute auch wieder rum. Ich guck mal, ob ich im nächsten Part mal ein bisschen offscreen was zusammenschneide, wie ich da rumrenne und ein paar Splitter sammle oder so. Ansonsten würde es wahrscheinlich weitergehen mit den Blumenfeldern, whatever. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Super Mario, Paper Mario natürlich. Tschüssi!